Wir haben verstanden, das hört man von Politikern oft, wenn sie von den Wählern mit schlechten Ergebnissen abgestraft werden. Aber hat die Ampel wirklich was verstanden, nachdem sich gerade in Thüringen und Sachsen nur etwa jeder Zehnte für eine der drei Regierungsparteien entschieden hat? Den Osten als Sonderfall abzutun, scheint gefährlich. Nicht wenige sehen ihn eher als Trend. Die Ampel hat noch ein Jahr, wenn überhaupt. Und sie trägt Verantwortung, aus Sicht einiger auch dafür, dass sich so viele Menschen an die politischen Ränder begeben. Darüber wollen wir gleich sprechen. Erstmal Tina Handel darüber, wie sich die Ampel drei Tage nach den Landtagswahlen am liebsten verstanden fühlen möchte. Lächeln und dann endlich mal wieder aufwärts fahren. Solche Bilder produzieren die Ampelfraktionen diese Woche doch gern. Nur wie soll das funktionieren, dieses nach oben? Bei den Grünen zum Beispiel, die zuletzt Wähler zur Union und nach links verloren haben. Sie wollen künftig in zwei Richtungen blinken. Fürs linke urgrüne Lager solche Botschaften. Wir wollen wieder mehr Spaß an Klimaschutz wecken. Am Ende ist Klimaschutz etwas, womit Unternehmen Geld verdienen, wo Leute Geld mit sparen können. Um auch Konservative anzusprechen, soll es zugleich mehr klare Ansagen bei Migration und Sicherheit geben. Wir sagen hier gemeinsam sehr klar, Mörder, Terroristen, Vergewaltiger haben hier jedes Recht auf Schutz verloren und müssen unser Land verlassen. Während die Grünen sich also in Berlin zum Arbeitstreffen einigeln, zieht sich die FDP in einem Hamburger Konferenzhotel zurück, versucht Worte für die Krise zu finden, eine Strategie. Teile der Partei sehen nur einen Ausweg. Eine kleine Mitgliederinitiative fordert diese Woche raus aus der Ampel oder Chefrücktritt. Die Frage ist, ob der SPD so eine Debatte auch bald droht. Der Kanzler im Bürgerdialog am Abend in Berlin, viele Fragen zum Wahlausgang. Für Scholz auch eine Folge von übertriebenen Ängsten, die gezielt geschürt würden. Ich glaube, wenn wir alle uns hinstellen könnten und hätten irgendwie so eine App, wir gucken mal von 20 Jahren rückwärts, ob wir jetzt gerade die richtigen Entscheidungen treffen, dann wären alle viel entspannter. Doch erstmal wird's angespannter. Die Brandenburg-Wahl in knapp drei Wochen bundespolitisch aufgeladen. In der Ampel sein und mit einem Bein schon draußen. Das wird die Kunst der nächsten Monate. Ich spreche mit Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Uni Trier. Guten Abend, Herr Jun. Hallo, guten Abend, Frau Wellmer. Sie haben das Fraktionstreffen der Grünen heute verfolgt. Haben Sie den Eindruck, dass die Partei, aber auch die beiden anderen Koalitionspartner eine ehrliche Fehleranalyse betreiben nach den Landtagswahlen? Ich denke, die Fehleranalyse wird eher nach innen geschehen. Da werden wir nach außen nur wenig erfahren, weil das ja die ganzen Schwachstellen offenlegen würde. Man hat so angedeutet, dass nicht alles rund läuft in der Koalition, dass man bei einzelnen Stellen, bei einzelnen Politikbereichen nochmal nachbessern will. Aber die große Fehlersuche, die wird nach innen geschehen. Und die Grünen wollen mehr jetzt in die Zukunft blicken. Sie wollen gucken, dass sie eben durch das nächste Jahr gut kommen bis zur nächsten Bundestagswahl, bis zur kommenden Bundestagswahl im nächsten Jahr. In die Zukunft blicken können wir auch gleich. Erstmal nochmal zur Bestandsaufnahme. Wie groß ist die Verantwortung der Ampel dafür, dass sich so viele Menschen an die politischen Ränder begeben? Was wir sehen, ist, dass die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung sehr hoch ist. Man könnte sagen, es ist ein historischer Tiefstand, der dort erreicht wird. Und so unzufriedener die Leute sind, umso mehr sie hadern, umso mehr sie bemerken oder den Eindruck haben, dass die Bundesregierung nicht ihre alltäglichen Probleme löst, umso mehr sie diese Kontroversen, die Streitereien beobachten, die sie nerven, umso mehr wenden sie sich anderen Parteien zu, auch radikaleren Parteien, wie wir das jetzt in Ostdeutschland gesehen haben, weil die dann eben diesen Protest kanalisieren können. Und das trifft insbesondere auf BSW und AfD zu. Daraus lese ich, da gibt es schon eine Verantwortung der Ampel. Ja, denn wir haben ja selten eine Bundesregierung gesehen, die so viel Unzufriedenheit produziert hat, die so wenig Rückhalt noch in der Bevölkerung hat und die ja fast schon so eine Anti-Stimmung gegen sich aufgebracht hat. Und das ist schon bedenklich. Was ist denn das Grundproblem der Ampelpolitik? Machen die Parteien zu viel Politik für die jeweils eigene Klientel? Ist da zu viel Ideologie im Spiel? Grundlegend ist erstmal das Problem, dass die Streitereien nach außen immer wieder dringen und dass man den Eindruck hat, die Regierungsparteien sind mehr mit sich selbst beschäftigt und mit der Lösung der inneren Streitereien als mit der Lösung von Problemen. Das Zweite ist dann allerdings in der Tat, dass hier Parteien zueinander nicht finden.
finden können. Das heißt, dass man die Kompromisse, die man findet, dann doch gleich wieder in Frage stellt und diese Kompromisse offenkundig auch nicht tragfähig genug sind, nicht weitreichend genug sind. Etwa in der Wirtschaftspolitik, etwa in der Migrationspolitik, etwa in der Asylpolitik. Man könnte jetzt viele Politikbereiche aufzählen, wo eben der Eindruck sich einstellt, hier fehlt es an geeigneten Lösungsperspektiven. Sie haben gerade den Streit schon angesprochen. Es ist ja spürbar, wie sehr die Auseinandersetzung und gegenseitige Ablehnung die Ampel teilweise handlungsunfähig machen. Was ist denn da jetzt noch zu erwarten? Naja, sie stehen noch vor großen Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf den Haushalt, der ja noch verabschiedet werden muss. Und der geht ja jetzt eben nach der Sommerpause in den Bundestag. Und da hat ja nun auch die FDP deutlich gemacht, dass sie da noch Veränderungsbedarfe sieht gegenüber dem, was das Kabinett nun eingebracht hat. Aber auch die Grünen haben heute wieder auf der Fraktionsklausur deutlich werden lassen, dass sie weiter für Investitionen werben. Das heißt, dass sie die Schuldenbremse nach wie vor intern doch versuchen wollen aufzuweichen, weil eben aus Sicht der Grünen ein hoher Investitionsbedarf besteht. Und auch bei der SPD zeigen sich ja Unzufriedenheitstendenzen an vielen Stellen, sodass sicherlich das noch zu vielen sehr schwierigen Verhandlungen im Bundestag kommen wird und keine einfachen Lösungen sich an vielen Stellen abzeichnen. Das kommt uns alle schon wieder sehr bekannt vor. Im Fußball haben ja Trainerwechsel häufig einen verblüffenden Effekt. Was halten Sie davon mit Blick auf den Kanzler? Na, erstmal müsste der Kanzler ja selbst zu der Einsicht kommen. Das ist in Deutschland ja so, dass der Bundeskanzler nur durch selbst zurücktreten muss, ist oder er wird halt zum Rücktritt gezwungen. Aber die Koalitionäre stellen sich derzeit hinter ihm und auch die SPD möchte ja derzeit keine Personaldiskussion. Und da haben die Verantwortlichen in der SPD, die führenden Politiker, wie etwa beide Parteivorsitzende, nochmal betont, dass der Bundeskanzler der Richtige an der richtigen Stelle sei. Das muss man also jetzt erstmal respektieren und vielleicht kommt man ja nach der Brandenburger Wahl noch mal zu heftigeren Diskussionen innerhalb der SPD auch. Aber derzeit scheint der Bundeskanzler zumindest in der SPD nicht ernsthaft gefährdet zu sein. Uwe Juhn, Politikwissenschaftler von der Uni Trier. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Wellmer.